Ich bin der Dominik von Backhunter Expeditions und das Grunzenschwein hier ist Eli. Und in diesem Video möchte ich euch heute etwas über das Thema Handschuhe erzählen. Speziell mit dem Hintergrund, ihr seht das, ja, es ist zwar sonnig, aber nichtsdestotrotz, das Ganze hier ist kein Kunstschnee. Es ist wirklich kalt draußen, demzufolge der Hintergrund dieses Videos. Wie behalte ich auch im Winter möglichst warme Hände? Und da habe ich vielleicht einen kleinen Tipp auf Lager, bei dem ich merke, ab und zu immer mal wieder unterwegs mit anderen, dass denen das so eigentlich gar nicht bewusst war. Könnte also hier ein kleiner Aufschlauer drumherum kommen. Und dieses Video ist hier nicht explizit über einzelne Handschuhmodelle. Also ich möchte euch hier keine Reviews über irgendein Modell halten. Es ist nach wie vor auch wie immer bei mir keine Werbung. Ich kriege hier nichts gesponsert. Alles, was ich euch hier zeige, grundsätzlich auch anhabe und so weiter, ist alles mein Eigentum, was ich selbst von meinem eigenen schwer verdienten Geld gekauft habe. Das muss man hier immer noch mal dazu sagen. Und genauso eigen ist auch die Erfahrung, die ich euch damit vermittle. Also, wenn jemand Interesse an einzelnen Meinungen zu speziellen Modellen hat, die ihr zufällig in dem Video sieht, findet ihr so gut wie fast alles bei mir auf der Webseite. Ansonsten einfach Frage stellen. Und dann geht es jetzt auch schon los. Handschuhe dienen im Allgemeinen dem Schutz der Hände. Soweit dürfte, glaube ich, klar sein. Und hier haben wir verschiedene Gründe, wovor wir uns schützen wollen. In diesem Fall, wie hier, wäre es jetzt natürlich vor der Kälte. Ich möchte, dass hier meine Hände möglichst warm bleiben, möglichst lange, entsprechend ausreichend warm. Schütze also, versuche hier eine Thermoisolierung, ist in diesem Fall der Handschuh. Aber oftmals haben wir auch einen Schutz natürlich vor Verletzungen. Ihr seht das bei mir zum Beispiel auf Touren, wenn ich mit Werkzeugen hantiere, also grundsätzlich, wenn ich meistens draußen bin, trage ich in der Regel oder sehr oft Handschuhe. Entsprechendes Modell da natürlich immer. Denn natürlich, man kann sich mit scharfen Klingen hier und da mal schnell schneiden, man kann mal sich einen Finger einquetschen. Es gibt die verschiedensten Verletzungsmethoden. Jetzt gibt es natürlich ganz hart gesottene Kerle, ja, den richtigen Rahmenmutter, ich brauche keine Handschuhe. Da sei nur gesagt, eine Verletzung kann ganz schnell zu einem Ausfall führen. Selbst ein winzig kleiner Riss, nur ein ganz kleiner Schnitt oder irgendein Splitter, der drin führt, kann sich draußen in der Wildnis, wie gesagt, ich mache ja Wildnistouren, ich krabble jetzt nicht drin, meistens nicht darum, wo innerhalb von einer halben Stunde vielleicht eine medizinische Notfallhilfe wäre. Ich bin ja oft auf mich allein gestellt. Demzufolge muss ich natürlich darauf achten, dass ich auch möglichst viel Schutzausrüstung entsprechend bei mir trage. Und da kann mich der Handschuh natürlich davor retten, dass ich zum Beispiel durch kleinste Verletzung eine Entzündung bekomme, die natürlich zu einem riesengroßen Ausfall führen kann. Also es gibt tatsächlich Dinge, wo dann plötzlich durch winzig kleinen Riss auf einmal die ganze Hand nicht mehr brauchbar wird. Das zieht sich dann hoch in den Arm. Wir denken da an Blutvergiftung. Ach, um Himmels Willen. Da gibt es eine ganze Menge Sachen und ich habe auch schon so einiges durch. Deswegen für mich ist es grundsätzlich wichtig und kann ich auch jedem nur raten, irgendwo ein paar Schutzhandschuhe bei sich zu führen. Und da kommen wir dann jetzt auch schon auf so, wie gesagt, ich möchte hier keine einzelnen Modelle jetzt, wo ich jetzt sage, das ist jetzt das und das ist das, sondern mir geht es um verschiedene Handschuharten, erstmal da was zu erzählen. Ne? Und ich hatte es gerade schon erwähnt, ganz simple, einfache Schutzhandschuhe. Also die nicht eine riesengroße Wärmeisolierung bieten, aber dafür natürlich der Vorteil, bei jedem Wetter getragen werden können. Und das ist natürlich wichtig, denn auch im Sommer muss man Handschuhe tragen, wenn ich mich, wie gesagt, vor Verletzung schützen will. Und da eignen sich meiner Meinung nach am besten ganz simple Lederhandschuhe. Also ohne irgendwelche Fütterung, keine Wattierung, einfach ganz normales Leder. Und gibt es verschiedenste Modelle. Das ist hier mein Lieblingsarbeitshandschuh. Ich nenne das jetzt, weil die Fragen kommen sowieso. Das ist hier in dem Fall der Hester Skullman. Und der zeichnet sich hier in dem Fall dadurch aus, dass er, ihr seht das schon, natürlich die Stulpen hat. Um natürlich auch das ist wichtig für einen Arbeitshandschuh. Wenn ich einen reinen Arbeitshandschuh habe, kennt ihr wahrscheinlich von Gartenhandschuhen und so weiter, Baustellen und so. Ne? Die haben grundsätzlich alle eine lange, extra, meistens auch verstärkte, harte Stulpe, oftmals Rindleder und so weiter. Ne? Denn wir wollen den Schutz möglichst hoch haben. Ne? Und der Handschuh zeichnet sich dadurch aus, dass er hier besonders ein extrem feines Gefühl gewährleistet, weil ihr seht das schon, die Finger sind super dünn. Das ist hier eine extrem eng anliegende Passform. Hier habe ich ein maximales Gefühl und für einen Arbeitshandschuh ist das hier, was soll ich sagen, es ist in meinen Augen nahezu der perfekte Arbeitshandschuh, den ich mir vorstellen kann, unterwegs, wie gesagt, auf Tour, ne, wenn ich da mit dem Camp arbeite. Ja, ist eine super Sache und da könnt ihr, wie gesagt, aber verschiedenste Modelle nehmen. Ja, meiner Meinung nach wäre nur wichtig, wie gesagt, Leder. Ganz wichtig,
keine Kunstfaser, davon kann ich grundsätzlich nur abraten oder ähnliches Ding, sondern ein möglichst robustes Leder. Denn es hat den Vorteil, also grundsätzlich Nachteil ist, ein Lederhandschuh, wenn der einmal nass ist, natürlich, wissen wir alle, Leder dauert ewig, bis es trocknet. Aber dafür hat Leder aber auch den höchsten Schutzwert. Ich kann beispielsweise, habe ich unterwegs auf Touren gemacht, wenn ich heiße Gegenstände, zum Beispiel heiße Steine anfasse, um mir da ein Bad zu machen, ja, irgendwo in der Wildnis, ne, dann kann ich den Lederhandschuh, tauche ich einmal an den Fluss ein und nehme diesen fast schon glühenden Stein in die Hand, ja, und trage den dann im Prinzip in meine Badewanne, die ich mir da gebastelt habe, ja, zum Waschen. Das macht kein Kunstfaserhandschuh mit. Nur mal ein Beispiel. Oder wenn ich irgendwo am Seil arbeite. Ich habe natürlich auch spezielle Kletterhandschuhe, wenn ich irgendwas mit Kletterstiegen mache und so weiter. Also wenn ich aktiv viel mit dem Seil unterwegs bin, in Bergen, Canyons manchmal auch, ja, dann habe ich einen meistens ohne Finger denn. Also das gibt es auch. Aber grundsätzlich, wie gesagt, Lederhandschuhe. Das wäre meine Empfehlung für einen richtig universell guten, robusten Outdoor-Handschuh, Leder. Und da gibt es verschiedene Lederarten natürlich. Ja, der Klassiker, das, was am meisten irgendwo zur Anwendung kommt, ist natürlich Rindleder. Das hier wäre zum Beispiel ein klassischer Rindlederhandschuh. Das, was ich jetzt hier anhabe, ist noch ein Modell, kann ich ruhig nennen, das ist in dem Fall ein Hester Loke, gibt es schon seit sehr vielen Jahren nicht mehr. Ich sage am Ende nochmal etwas zum Thema Hestra, also zur Firma. Das ist ja der Handschuhhersteller schlechthin, schiebe ich ans Ende des Videos, für den da nochmal was interessiert. Hier wollte ich nur sagen, das Modell ist eines meiner Lieblinge, habe ich zwei von. Ich habe jetzt extra das neue rausgeholt, nicht das benutzte, ja, um es euch nochmal... Da bin ich noch ziemlich stolz drauf, dass ich hier die letzten bekommen habe. Ist schon sehr viele Jahre her. Das ist eine Kombination aus Elchleder in der Handinnenfläche und Wildschweinleder an der Handoberfläche. Ist heute nahezu absolut gar nicht mehr erhältlich auf dem Markt. Ich wüsste gar keinen Hersteller oder irgendein Modell, was da ansatzweise rankommt. Das ist eine absolut perfekte Kombination, denn meiner Meinung nach gibt es so gut wie fast nichts Robusteres als richtig dickes, fettes Wildschweinleder. Ja, also kann man sich irgendwo vielleicht auch so ein bisschen vorstellen. Und das Elchleder hat einen super weichen Charakter, dass ich hier möglichst viel Bewegungsfreiheit in der Hand habe. Also die Kombination, das war noch einer mit der Hand, so wie mit den Autos, ja, damals war alles irgendwie besser, ja. Was soll ich dazu sagen, ja, gibt's halt leider nicht mehr. Aber wie gesagt, ist es ein Lederhandschuh und da könnt ihr auch andere Leder nehmen, ob das jetzt Elch, Rind, Büffel, was auch immer. Aber es sollte möglichst robust sein, das ist wichtig. Ein universeller Outdoor-Handschuh, das ist meiner Meinung nach das Essentiellste, was eigentlich so jeder, der so draußen unterwegs ist, auch gern draußen arbeitet und irgendwo aktiv mit den Händen draußen arbeitet. Nicht, das heißt, die ganze Zeit hier irgendwie mit Händen in der Tasche rumläuft und Turnschuhen. Die brauchen keine Handschuhe, bin ich der Meinung. Also nicht als Schutz, nur für die Hände. Aber wie gesagt, wer mit den Händen so ein bisschen arbeitet, wie ich auch, ja, das sollte grundsätzlich an die Handschuhe denken und in dem Fall universell Outdoor, ein Lederhandschuh. Dann gibt es jetzt noch eine Kombination, ich sagte ja bis hierhin ungefüttert, dann haben wir natürlich auch noch einen Lederhandschuh, der gefüttert ist. Ja, auch die Modelle gibt es, allerdings haben wir jetzt natürlich den Vorteil für diese Witterung. Ja, also es ist grundsätzlich, werde ich hier keine kalten Finger drin kriegen, weil Leder hat natürlich keinen Riesenwärmeeffekt. Hier mal so als Anhaltspunkt, der normale Lederhandschuh, würde ich so sagen, minus 5 Grad. Das halte ich so für das unterste Temperaturlimit. Damit kann ich draußen noch umhergehen und arbeiten, ohne dass mir die Hände auskühlen. Würde es jetzt aber deutlich und länger unter 0 bleiben, dann würde ich natürlich schon irgendeine Wattierung bevorzugen für einen Handschuh. Und dann haben wir hier solche, wie beispielsweise, das ist ein Hestra Ergo Grip, soll auch nur ein Beispiel, wie gesagt, sein. Ich denke, es ist ein relativ bekanntes Modell, das Ding. Ja, hat irgendwo schon mal jeder von gehört oder viele nutzen auch dieses Modell natürlich. Der hat allerdings, wie gesagt, muss man sagen, ist eine Membranfütterung, beziehungsweise hat ein steht ja auch drauf, Gore-Tex Infinium, ist schon mit Fütterung drinnen. Ja. Und das Modell hat denn also solche gefütterten, man glaubt es vielleicht gar nicht, viele wissen es auch gar nicht, ja. Muss man immer sagen, der hat ein Futter, Tatsache, auch wenn es nur dünn ist. Und der Nachteil des Futters ist natürlich, das ist absolut kein Sommerhandschuh. Ja. Also wenn er den im Sommer tragt, kriegt er richtig dicke, fette, warme Hände. Also das und das wollt er nicht haben. Also da schwitzen die Dinger drin, ja. Das ist in meiner Meinung nach so eine Art, also für mich zumindest, so eine Art Übergangshandschuh. Ja. Frühjahr, Herbst nutze ich den, während ich, wie gesagt, im Sommer die grundsätzlich die ungefütterte Variante nehme. Ja. Kann man natürlich auch im Winter, aber jetzt kommt es natürlich darauf an, wo man gerade im Winter unterwegs ist. Ja, wenn ich jetzt im Winter im Lappland bin, dann brauche ich den nicht mitnehmen. Das dürfte klar sein. Ja. Und dann kommen wir jetzt mal gleich eine Nummer
kälter gleich, wo ich das schon angesprochen hatte. Ja, also wir haben jetzt hier die einfachen Lederhandschuhe mit einem relativ dünnen Futter. Ja, und dann gibt es natürlich noch, auch das sind, auch wenn sie schon fast gar nicht mehr so aussehen, für mich immer noch Arbeitshandschuhe. Ich denke auch, so ein Klassiker kennen auch viele. Ja, das ist hier der Hestra Feldguide. Und man sieht es auch schon, ja, der ist deutlich dicker, ist nach wie vor ein klassischer Fünffingerhandschuh. Aber das Besondere an diesem Handschuh ist jetzt nicht unbedingt das Leder, also es ist massives Rindleder, so wie vielleicht, sieht von außen jetzt nicht unbedingt viel anders aus als der ein oder andere Handschuh, den man so vielleicht irgendwo, weiß ich nicht, günstig für 30 Euro bekommen könnte. Ja, weil der kostet natürlich einen Hunderter mehr. Ja. Das Besondere an diesem Ding ist natürlich sein Futter, ja? Denn wir sind daran, das ist ein reiner Winterarbeitshandschuh für mich, beziehungsweise ein Winter-Outdoor-Handschuh. Das heißt, wenn ich draußen im Winter unterwegs bin, ist das hier meine erste Wahl. Wenn ich viel wandere und die Temperaturen, wie gesagt, so um die Null sind, dann wäre noch die leichte Fütterung in Ordnung. Haben wir jetzt aber hier schon Frost von heute Nacht, hatten wir zum Beispiel minus 5. Ja? Und würde ich jetzt nachts mit dem Hund rausgehen bei minus 5 und natürlich, wir haben ja auch den Wind, dann ist das hier meine erste Wahl. Und hier zum Futter ganz prägnant, der hat ein wunderschönes Wollfutter. Ja? Das ist ein Wollinnenhandschuh. Den kann man theoretisch auch fast schon so tragen und den kann man natürlich auch schon auch in andere Handschuhe reinstecken. Ja, und ich kann natürlich auch hier den Handschuh jetzt nutzen ohne Futter. Ja, das heißt, sollte es mir mal zu warm werden, ja, so als Pendant natürlich zu den normalen Arbeitshandschuhen, die ich hier gezeigt hatte, ja, könnte ich im Prinzip den auch, damit wird er relativ universell. Ja, aber natürlich kann sich vorstellen, das ist kein gutes Fingergefühl mehr. Das Ding ist schon viel zu groß, ja, weil natürlich das Futter fehlt. Ja. Deswegen, für mich kommt der Handschuh fast ausschließlich nur zur Anwendung mit diesem Futter, ne, im Winter. Ich will es nur erwähnen, man kann sowas auch ohne tragen. Ein Handschuh, der einen Liner hat mit Futter. Ja. Und in dem Fall, finde ich, ist das Wollfutter wirklich sehr kuschelig warm. Kann man gar nichts gegen sagen. Ich habe mal eine Weile lang verglichen zwischen einem Woll, also das ist so ein leichtes Kratzwoll, aber in der Hand spielt es keine Rolle. Also im Körper würde ich es jetzt nicht tragen, aber Hand ist es völlig okay. Ich habe es mal verglichen mit einigen Kunstfasermodellen. Da haben wir dann zum Beispiel G-Loft-Futter oder diese Polyesterfutter, Tinsulate und was es da nicht alles gibt. Ja, muss ich sagen, ist kein großer Unterschied. Nimmt sich eigentlich praktisch fast gar nichts. Also von der Wärmeleistung. Also ich habe verschiedene Handschuhe. Ich trage ja Hestra, wer meine Webseite kennt, weiß, es gibt da eine ganze Menge Rezensionen drüber. Ja. Und von daher, wie gesagt, kann ich nichts Positives oder Negatives von der Wärmeleistung jetzt über Wollinnenfutter sagen. Ja. Der Nachteil, man sieht es hier schon, der ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen, ne, Wolle ist natürlich deutlich empfindlicher. Ja. Hier habt ihr schon einen Riss drin. Ja. Da ist die Kunstfaser, wir kennen das, ich verweise hier nochmal auf mein Video der textilen Fasern, wer dazu mehr wissen möchte, natürlich deutlich robuster. Ja. Ansonsten ist das hier ein super Handschuh für draußen im Winter, wenn man auch mal vielleicht mit den Händen arbeiten möchte. Ja. Würde ich jetzt im Winter Holz hacken, wäre das hier zum Beispiel der Handschuh, den ich dann ungefähr dafür anziehen würde. Ja. Und genau jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich anfangs des Videos gesagt hatte, den kleinen Aufschlauer. Ihr habt das jetzt schon mitbekommen, ich habe es dir indirekt schon gezeigt. Dieser Handschuh ist zweiteilig. Ja, also das heißt, es gibt einen Außenhandschuh und einen Innenschuh. Und genau das ist der Punkt, der meiner Meinung nach sehr oft vernachlässigt oder wo viele Leute gar nicht dran denken. Ne? Obenrum ziehen wir uns ja an, verschiedene Schichten, ne? Wir kennen das. Ja? Es hat sich bewährt, das Zwiebelprinzip, das heißt mehrere Lagen an Materialien, an verschiedenen textilen Fasern übereinander, damit wir dann die bestmögliche Isolationswirkung, beziehungsweise auch, wenn es die entsprechend richtige Faser ist, hier nochmal mein Video, textile Faser, ne? Dann haben wir hier auch eine sehr gute Thermoregulation am Körper. Wenn wir natürlich Müllfasern übereinander tragen, das heißt, wenn ich jetzt hier drei Fasern, drei Schichten Kunstfaser trage, dann brauche ich mich natürlich nicht wundern, dass ich mir einen Affen schwitze. Ja, also es sollte schon eine vernünftige Faser mit Kopf sein. Ja? Und beim Körper ist es eigentlich normal. Ja? Also ich habe jetzt hier auch einen Pullover an, ja? Und unter dem Pullover ein langes Unterhemd. Ja? Genauso wie ich auch unter der Hose hier eine lange Unterhose trage. Also bei normaler Kleidung, das heißt, was wir sowohl über die Beine stülpen, als auch über unseren Oberkörper, da scheint es relativ mehr oder weniger klar zu sein. Ja? Wir ziehen mehrere Dinge übereinander an. Aber ich erlebe es immer wieder, auch wenn ich mit anderen unterwegs bin, dass sie das bei den Händen und Schuhen komplett vergessen. Zum Thema Schuhe, das heißt Strümpfe, würde ich noch mal ein anderes Video machen. Ja, bleiben wir hier erstmal nur bei den Handschuhen, darum soll es ja hier gehen. Und da wird ganz oft vergessen, dass man auch hier an dieses Schichtenprinzip denken sollte.
ganz wichtig. Und was erlebe ich da ganz oft? Da werden, ich kann es jetzt nicht zeigen, weil sowas habe ich nicht, aber da werden sich im Prinzip ein paar Handschuhe angestülpt. Sagen wir mal, die sehen so aus wie diese, ja, aber haben kein herausnehmbares Futter, sondern sind im Prinzip, wie man das so kennt, das sind, ich will jetzt nicht sagen, die günstigen Modelle. Das kommt wieder so böse rüber. Aber es ist doch die, das, so ein vorherrschendes Handschuhmodell im Winter, ja, was im Prinzip ein integriertes Futter hat. Das, man ist nichts herausnehmbar. Es ist im Prinzip ein Handschuh, eine Schicht, könnte man sagen. Ja. Und das ist aber eigentlich tatsächlich überhaupt nicht die sinnvollste Variante, weil es natürlich auch nicht die beste Wärmeisolation bietet. Denn wir haben ja bei unseren anderen Schichten gelernt, oder sollten es eigentlich wissen, ja, dass natürlich Luft die beste Wärmeisolation grundsätzlich bei uns bietet. Und das heißt natürlich, dass wir zwischen den einzelnen Schichten auch ein entsprechendes Luftvolumen haben sollten. Und das gilt genauso für die Handschuhe. Ja, das heißt also, wir tragen irgendwas eng auf der Haut, irgendeine erste Schicht, wie zum Beispiel jetzt unser Unterhemd oder unsere Boxershort, was auch immer. Ja, und dann ziehen wir da was drüber und zwischen diesen beiden Schichten ist eine Luft. Und das ist diese isolierende Wirkung, die uns natürlich vor der Kälte, vor dem Auskühlen schützt. Bei dem Handschuh denken viele gar nicht daran. Die ziehen sich ein so ein Ding an, ja, mit schön dick, ja, und wundern sich denn, dass sie trotzdem kalte Finger haben. Und dann sage ich immer, ja, pass auf, die einzige Luft, die da drin ist, ist eventuell, je nach Passform des Handschuhs, die zwischen deinen Fingern und zwischen der ersten isolierenden Wirkung. Und die ist so. Das ist fast gar nichts. Ja. Und ihr könnt da einen Handschuh anziehen, der extrem dicke, fette Knüppel fett ist, ja, wo ihr euch gar nicht mehr drin bewegen könnt, ja. Wenn ihr aber keine luftisolierenden Schichten habt dazwischen, verpufft diese Wirkung. Und jetzt kommen wir zu dem Aufschlauereffekt, beziehungsweise zu dem, aus dem Grund, warum ich dieses Video eigentlich mache. Denn wir haben Winter. Woran ich hier erinnern möchte, ist die verschiedenen Schichten bei Handschuhen. Ja, ganz wichtig. Und da will ich jetzt mal genau das zeigen, was eigentlich so der Klassiker ist. Wäre ich jetzt zum Beispiel in diesem Moment, bin ich leider nicht mehr. Ja, also ich hatte diese spontane Idee, meine Tour nochmal nachträglich ein bisschen zu verlängern aus dem Herbst in Lappland. Und wollte jetzt nochmal hochgehen. Leider gibt es da ein kleines Problem, aus dem ich das halt leider nicht machen kann. Sonst wäre ich jetzt nochmal sehr gerne an den Polarkreis hochgefahren. Und dann hätte ich genau das jetzt angezogen, was ich euch jetzt hier zeige. Und zwar, die erste Schicht sollte eine möglichst eng anliegende dünne sein. Das heißt, ein sogenannter Liner, ja, ist wie Unterwäsche, ja, ist wie das Unterhemd. Ja. Und da haben wir dann so ein Ding hier. Ja. Das ist hier, also in dem Fall ist das jetzt hier ein ganz einfacher Wollhandschuh. Ist auch 100% Merino-Wolle, ja, so wie auch das Futter, was ich euch gerade gezeigt habe, ist ja auch 100% Wolle. Ja. Und das ist jetzt die erste Schicht des Handschuhs. Ja. Das kennt vielleicht der ein oder andere, der genau so eine dünne Handschuhe, die müssen jetzt nicht so dünn sein. Es gibt welche, die sind vielleicht noch ein bisschen dicker, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Die gibt es auch schon so irgendwie für 10 oder 15 Euro. Diese ganz einfachen, dünnen Strickhandschuhe, nenne ich sie mal. Ja. Aber da müsst ihr aufpassen, da sind einige natürlich schon zu dick dafür, wenn ihr deinen einen mit deinen anderen Handschuh rein wollt, dann passt es nicht mehr. Das heißt also, was ich hier empfehlen würde, Liner grundsätzlich dünn. Denn die haben nur eine isolierende Wirkung bis, also jetzt bei diesen Temperaturen, wie gesagt 0 Grad, würde der gerade noch so reichen, aber grenzwertig. Ja, also da müsste ich ab und zu mal die Hände aufwärmen. Ja. Aber, und jetzt kommt es, jetzt kommen wir genau zu dem Modell, was ich denn jetzt im Winter tragen würde. Ja. Also wäre ich dann jetzt am Polarkreis unterwegs oder grundsätzlich im Schnee den ganzen Tag, kann ja so sein, wenn ich einen Brocken runterrodle, ja, bei minus 8 Grad oder so und habe die ganze Zeit die Hände, wenn ich im Schlitten sitze, irgendwo im Schnee zum Steuern, dann möchte ich natürlich auch, kühlen die sehr schnell aus. Und dann würde ich jetzt ein Handschuhmodell anziehen, was genau für solche Temperaturen geeignet ist. Und hier habe ich den Liner jetzt drin. Und zwar sind das jetzt hier 3 Schichten. Ich werde euch diesen Handschuh jetzt natürlich, weil ihr seht das jetzt schon, ist ein etwas größerer Winterhandschuh. Und ich habe hier die Tasche nicht ganz umsonst hingestellt. Müssen wir jetzt natürlich, um das Ganze fachgerecht zu demonstrieren, auch eine entsprechende Jacke zu anziehen, die ich jetzt natürlich im Winter anziehen würde. Ja. Und da kommen wir dann mal zu meinem Prachtstück, was ich grundsätzlich bei Temperaturen unter minus 15 Grad raushole. Ja, daher ist das Ganze hier sehr gut verpackt, denn dieses Jahr hatten wir die noch nicht. Ja. Das wäre hier mein Polarparker, habe ich schon mal ein Video drüber gemacht. Ja, müsste jetzt hier noch genau mein, ganz wichtig immer bei solchen Sachen, Entfeuchter, ja, wenn ihr die irgendwo
lagert. Das ist übrigens nicht komprimiert. Ja? Es ist hier ein Daunenparker. Der ist auch bei minus 30 Grad tatsächlich warm genug. Ja? Ich würde mal mit behaupten, mit einer der wärmsten Jacken der Welt grundsätzlich. Ja? Oder Parkers. Ja? Und ich ziehe euch den jetzt hier extra mal an, um euch die Funktion des Handschuhs mit einer entsprechend dicken Jacke zu zeigen. Ja? Jetzt muss ich natürlich aufpassen. Ich habe den jetzt über meine Jacke hier drüber gezogen, über meinen Wollmuff. Und wenn ich den jetzt zumache und sitze jetzt hier bei 0 Grad, da kriege ich einen Hitzeschlag. Wirklich, da könnte ich jetzt hier umfallen und einschlafen und ich würde maximal an die Füße frieren irgendwann. Ja? Aber definitiv nicht mit dieser Jacke oben rum. Mir ist jetzt schon zu warm. Ich habe noch nicht mal den Reißverschluss zugemacht. Deswegen müssen wir die Nummer kurz halten. Aber ich will es euch ja demonstrieren. Ihr seht das schon, ich bin jetzt so ein bisschen schon Michelin. Ja? Also ein Pumper wäre jetzt schon neidisch auf, auf meine Brust hier. Und dann zeigen wir euch jetzt hier mal das Thema mit den Handschuhen. Denn ich hatte es gesagt, 3 Schichten. Ja? Denn dieser Handschuh hat natürlich genauso wie auch der andere dicke, warme Winterhandschuh, ist bei meinen Winterhandschuhen überall der Fall, ein herausnehmbares Futter. Ja? Und in diesem Fall ist es mal keine Wolle, sondern das ist hier jetzt eine Geloft-Füllung. Ja, aber ich hatte es ja gesagt, für mich gibt es da keinen großen Unterschied, was die isolierende Wirkung angeht. Und dann haben wir jetzt Eli. Wir haben jetzt hier die erste Schicht. Ja. Kommt jetzt die zweite Schicht. Ja. Das ist jetzt super warm. Und dann käme jetzt, wie gesagt, normalerweise ziehe ich die nicht einzeln an. Ihr habt es gesehen, das Futter steckt hier drin und bleibt auch in diesem Handschuh. Ja. Den trage ich nie ohne Futter. Macht keinen Sinn. Ja. Aber um es euch jetzt zu demonstrieren, zweite Schicht des Handschuhs und jetzt kommt die dritte Schicht des Handschuhs. Ist jetzt ein bisschen kompliziert, weil hier der Klettverschluss jetzt natürlich stört. Sollte man natürlich im ausgezogenen Zustand übereinander stulpen. Aber das geht auch jetzt mehr, wie gesagt, für Demonstrationszwecke, ja, für euch. Und dann, dass wir das jetzt hier hinkriegen mit diesem Klett. Das passt. Normalerweise ziehe ich, wie gesagt, so keine Handschuhe an. Aber ich wollte euch ja genau zeigen, wozu so eine lange Stulpe bei einem Winterhandschuh gut ist. Ja? Und da ich meiner Meinung bin, dass das somit die dickste Jacke ist, die man auf dem Markt überhaupt Geld bekommen kann oder konnte. Denn wie gesagt, auch die gibt es leider nicht mehr. Ja? Und ihr seht das, der Handschuh ist jetzt komplett über meine Hand. Ich schließe den jetzt hier. Ja, gibt jetzt hier in dem Fall so einen kleinen Bundabschluss mit Klett, ja, um den hier dicht zu machen. Das heißt in vor allem Wärmeisolation, als auch natürlich schneedicht. Und dann ist das natürlich hier nicht die einzige Sache, sondern ihr habt hier weiterhin oben auch noch einen Zipper. Ja? Und mit dem könnt ihr jetzt hier oben die Stulpe noch verschließen, richtig schön ran an die Jacke. Was ich jetzt ganz bewusst weggelassen habe, ist hier der Schutz, beziehungsweise damit ihr, ne, ihr kennt das, war als Kinder alle mal gehabt, ne? Die Handschuhe, unsere Fäustlinge, die mit dem Strick verbunden durch die Arme, ja, damit wir sie ausziehen können und nicht runterfallen, damit der Handschuh nicht im Dreck liegt, ist im Winter nicht ganz unwichtig. Denn im Winter werden natürlich oft, und das ist nämlich auch der Punkt, Handschuhe ausgezogen. Ja. Das heißt, weil die ja mit dicken Handschuhen kann ich nicht besonders viel machen. Ja. Da gibt es dann irgendwann eine Grenze, wenn ich irgendwo den Rucksack, irgendeine Schnalle bediene, eine Skibindung, irgendeinen Karabinerhaken benutzen möchte, einen Zeltreißverschluss und so weiter, da muss ich den Handschuh natürlich ausziehen. Ja. Und dann würde der natürlich irgendwo im Dreck liegen und so weiter. Und so kann man das dann natürlich vermeiden. Ja. Den habe ich jetzt nicht zugemacht. Und ihr seht es aber dennoch, wie gesagt, extrem dicke Jacke und große fette Stulpe. Und ich kriege hier einen absoluten Bundabschluss hin. Ja? Der ist perfekt. Man kann das jetzt natürlich noch anpassen, indem ich jetzt die Jacke noch mal ein bisschen enger schnalle. Ja, und dann wird es noch besser. Wir wollen jetzt hier nicht kleinig sein. Es soll nur zu Anschauungszwecken sein. Ich wollte euch zeigen, ein richtig dicker, fetter Winterhandschuh, ja, sollte mit einer langen Stulpe versehen sein, die auch so groß ist, dass ihr sie in jedem Fall über eure dickste Jacke, das heißt über die Jacke drüber bekommt, die ihr natürlich auch im Winter tragt. Ja. Es nützt gar nichts. Mal als Beispiel würde ich jetzt diesen Winterhandschuh, würde ich jetzt diese Jacke haben und müsste mir jetzt irgendeinen Handschuh kaufen und käme auf die Idee, ich kaufe mir jetzt zum Beispiel mal als Winterhandschuh den hier, sagen wir mal. Ja. Seht dann gleich, was passiert. Ja. Kann ich anziehen, ja, aber ich kriege diese Stulpe. Erstmal ist sie viel zu klein, ja, und zweitens kriege ich sie nicht über diese Jacke rüber.
Damit habt ihr hier natürlich einen Punkt, wo überall euch den ganzen Tag der Schnee reinfällt. Ich rede jetzt immer von einem echten polaren Winter, muss man dazu sagen. Ja? Wenn ich jetzt hier draußen in Deutschland umhergehe, also mit Unterumständen in Mitteldeutschland, da brauche ich mir über sowas keine Sorgen machen, außer dass hier vielleicht der Fuchs reinpfeift. Ja? Aber das ist keine, ist nicht die ideale Sache für einen Winterhandschuh. Ne? Also das heißt, was ich damit sagen will, die Stulpe sollte bei einem Winterhandschuh, wirklich bei einem reinen Winterhandschuh, der wirklich bei tiefen Temperaturen im Schnee getragen wird, entsprechend lang sein. Halte ich für essentiell wichtig. Und dann komme ich jetzt hier nochmal zu dem Punkt, ich hatte es schon erwähnt, Handschuhe ausziehen zu bestimmten Zwecken. Das ist ja auch mit der Grund, warum man dann den Liner trägt. Ja? Stellt euch vor, ihr seid jetzt die ganze Zeit mit dem Handschuh hier unterwegs, ist schön kuschelig warm und dann müsst ihr halt irgendwas machen, ja? Wo der Handschuh einfach zu dick ist. Ja? Dann müsst ihr dann ausziehen. Ja? Und hättet ihr jetzt keinen Liner drunter, dann hättet ihr sofort die Eiseskälte an der Hand. Macht das mal bei minus 25 Grad. Da kann ich euch sagen, das macht ihr nur einmal und dann war's das. Dann zieht ihr die Handschuhe hinterher nie wieder aus. Und nämlich noch viel schlimmer ist das, ihr kriegt den Handschuh denn ewig nicht warm. Wenn eure Hand einmal ausgekühlt ist im Winter, ne, jetzt zieht den dicken, fetten, warmen Handschuh an, alles ist gut, Hand raus und dann kennen wir diesen Effekt. Ja, irgendwas gemacht, eiskalte Hände bekommen und ganz schnell wieder rein in die Handschuhe. Das kann mitunter Minuten dauern. Manchmal wird es gar nicht mehr warm. Entsprechende Temperatur voraus. Ist die Hand ausgekühlt, könnt ihr vergessen. Da müsst ihr dann rubbeln, in die Taschen stecken, bloß nicht anpusten. Ja, das ist auch so ein Spaß, ja, sollte man unterlassen. Verschiedene Dinge kann man dann natürlich machen. Aber was euch da grundsätzlich verschützt, ist der Liner. Ja, von daher, das ist die Kernaussage dieses Videos. Ja, ich hoffe, die ist jetzt rübergekommen, worauf ich hinaus wollte. Dass ihr grundsätzlich zur Wärmeisolation an das Schichtenprinzip auch bei Handschuhen denken solltet. Ja? Und in diesem Fall ist es völlig egal, woraus jetzt die Schichten bestehen. Wichtig ist hier die Passform. Ja? In dem Fall ist das jetzt hier, wie gesagt, Merino. In jedem Fall sollte die erste Schicht dünn sein. Und dann gibt es, wie gesagt, die zweite und die dritte Schicht. Und die dritte Schicht für einen Winterhandschuh ist nichts anderes als ein reiner Überhandschuh. Ja? Das ist hier eine leere Hülle. Die hat in dem Fall, schützt sie natürlich, innen ist das jetzt hier Rindleder, ja, also natürlich vor Abrieb und so weiter, also das ist entsprechend robust. Und hier außen habt ihr dann eine textile Faser, das kann übrigens auch mit Gore-Tex sein, die euch natürlich vor Nässe schützt. Ja. Und ihr seht das schon, was ich hier trage, ist ein Dreifingerhandschuh. Sieht für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen lustig aus. Ja. Ich habe über mehrere Jahrzehnte, könnte man schon fast sagen, die verschiedensten Variationen probiert. Allerdings dürfte jedem klar sein, dass für richtig polare oder zumindest annähernd kalte Winter, sagen wir es mal so vorsichtig ausgedrückt, ja, also bei Temperaturen weit unter minus 10, minus 15 Grad, ein Fingerhandschuh nicht mehr ausreichend ist. Also ein Fünf-Fingerhandschuh. Ja. Also wäre das hier nicht unbedingt das Modell, was ich jetzt unter minus 10 Grad noch tragen würde, denn wie gesagt, hier haben wir einfach keine entsprechende ausreichende Luftisolation. Erstmal, wie gesagt, alle Finger sind voneinander getrennt, dürfte logisch sein und demzufolge ist in jedem einzelnen Finger nur ganz wenig Isolationsmaterial und natürlich auch die Luft vorhanden. Ja. Damit kriegt ihr kalte Finger. Das macht keinen Sinn, meiner Meinung nach, für tiefe Temperaturen. Wenn ihr einen richtig massiven Winterhandschuh habt, dann bleibt entweder nur der Fäustling oder das, was ich hier zum Beispiel habe, der Klassiker, der Dreifinger. Das ist so eine Mischung zwischen einem Fäustling und einem Fünffingerhandschuh. So habe ich, zumindest so meine Erfahrung, reicht das für mich noch aus, so bis minus 25 Grad ist noch okay. Würde ich jetzt grundsätzlich die Mount Everest besteigen wollen, dann würde ich zu einem Fäustling greifen. Aber wie gesagt, das ist nicht unbedingt mein Metier. Hochgebirgsexkursionen über 8000er und das Ganze, ne, das ich bewege mich, will jetzt nicht sagen im Flachland, das nicht, ja. Aber grundsätzlich ist es für mich nicht notwendig, einen extrem fetten Fäustling zu haben. Für mich reicht dieser Dreifingerhandschuh, beziehungsweise für mich ist er sinnvoller, weil ich hier immer noch die Möglichkeit habe, mit Daumen und Zeigefinger irgendetwas zu bedienen. Und das ist für mich persönlich zum Beispiel wichtiger als die maximale Isolierungswirkung eines Fäustlings. Aber das, muss ich immer wieder sagen, ist unterschiedlich vom Anwendungszweck. Der eine, der sagt sich, ich muss nichts bedienen, ich mag lieber den Fäustling, weil ich grundsätzlich ganz schnell kalte Finger kriege, ja. Dann würde ich den Fäustling raten. Ansonsten, wem der Fünffinger grundsätzlich zu kalt ist und der ein bisschen mehr Luft haben möchte, würde ich vielleicht zu so einem Dreifinger raten. Ja. Trage ich übrigens seit Bundeswehrzeiten damals. Wer die alten Dinger noch kennt, diese Bundeswehr-Arbeitshandschuhe für den Winter,
Das waren auch drei Finger, allerdings war da, wer die noch kennt, waren Zeigefinger und Mittelfinger zusammen und Ringfinger und kleiner. Ne? Also da habt ihr, war die Teilung hier in der Mitte, man sah damit aus wie ein Pinguin. War ein akkurater Handschuh, muss ich aber sagen. Wer übrigens das Modell bekommt, ja, Bundeswehr Winterarbeitshandschuh, gutes Ding, ist jetzt nicht so super für minus 20 Grad, aber so für Dinge so minus 5, minus 10 ist es noch völlig ausreichend, bin ich der Meinung. Und wie gesagt, man kann auch gut was mitmachen, auch ein schönes Ding und wie gesagt, deutlich günstiger. Denn man kann sich vorstellen, so eine Dinger hier, das ist hier nichts, was er im zweistelligen Bereich kennt, ja. Ich weiß gar nicht, was er für den jetzt hier bezahlt, das ist hier der, mit der populärste Heli-Ski von Hestra. Dürfte so roundabout so vielleicht 130, 140 liegen. 140 glaube ich realistisch. Gibt es aber auch mit Gore-Tex, wenn man das Modell haben will, 150, 160, 170. Ja. Und dann gibt es noch, wenn man es richtig steigern will, super warme Exkursionsdinger. Diese dicken, fetten Army Hestra Leather Expedition Guide und weiß nicht, wie gesagt, die dürften dann alle über die 200 liegen. Und dann gibt es natürlich auch noch beheizte Modelle. Das ist dann nochmal richtig ein nach oben und ich denke aber, das ist nur etwas für Polarexpedition. Also das wäre nicht mehr mein Anwendungszweck. Ich komme hier mit solchen Dingern wunderbar zurecht. Die Kernaussage des Videos sollte hier, wie gesagt, das Schichtenprinzip bei Handschuhen für entsprechend kalte Witterung sein. Ja, also dran denken, wir haben hier den Liner, ja, erste Schicht, was Dünnes. Dann kommt die isolierende Wirkung darüber. Ja, das wäre jetzt hier das Futter. Und darüber kommt dann im Prinzip die äußerste, die dritte Schicht. Ja? Drei Schichten bei den Handschuhen und damit habt ihr die maximalen Wärmeisolationen, beziehungsweise das ist, wenn überhaupt, die Garantie für die wärmsten Finger überhaupt. Und ich denke genau daran, an möglichst warmen Fingern bei kalten Temperaturen, dürfte wahrscheinlich jeder großes Interesse haben. Ihr müsst das jetzt nicht so machen, wie ich es gemacht habe, dass ich mir einen fetten Winterhandschuh gekauft habe, der hier im Prinzip schon aus zwei Teilen besteht und dann noch so einen dazu. Ihr könnt grundsätzlich euch auch diese drei zusammenstellen. Es gibt von verschiedenen Handschuhmodellen, gibt es extra Außenhandschuhe, es gibt extra Futter und wie gesagt, es gibt extra Liner. Man kann da verschiedene Sachen kombinieren und mixen. Ja. Habe ich übrigens auch mal anfangs eine ganze Zeit lang gemacht, dass ich mir zum Beispiel, sonst würde ich jetzt hier nicht diese Erfahrung weitergeben können, wo ich zum Beispiel sage, dass ich zum Beispiel exakt so einen Außenhandschuh mit einem Wollfutter, hat ich tatsächlich gemacht, hier in der einen Hand habe ich das Wollfutter angehabt und in der anderen Hand hatte ich hier diese Kunstfaserfutter an, ja, weil ich wissen wollte jetzt bei den entsprechend kalten Temperaturen, wo es damals gewesen ist, was ist jetzt wärmer, was ist effektiver und so weiter. Und ich kann euch sagen, wenn es entsprechend dick ist, entsprechend vernünftig und so weiter, merkt ihr keinen großen Unterschied. Ja. Qualitätsabhängig. Ich kann das jetzt nicht pauschalisieren für alle, aber das traf für meine Modelle zu, die ich da verglichen habe. Und die waren in dem Fall alle von Hestra. Ja. Wie gesagt, das hier, das Ding ist, gehört sonst, wie gesagt, zu diesem Handschuh mit dazu. Und bei den meisten dicken, warmen Winterhandschuhen habt ihr ein Innenfutter mit dazu. Und hier, wie gesagt, achtet darauf, mein Tipp, dass es ein herausnehmbares Futter ist, um da, wie gesagt, die beste Isolierungswirkung zu haben und natürlich auch nicht ganz zu vernachlässigen, der Handschuh muss auch irgendwann mal getrocknet werden. Ja, auch das ist so ein Punkt, kommt ihr abends in eine Hütte und ich meine, wenn ihr den unterwegs auf eine Lüftung legen wollt, im Auto ist genau das Gleiche. Ne? Grundsätzlich lassen sich diese beiden einzelnen Sachen deutlich effektiver und leichter, schneller trocknen, als wenn das jetzt hier eine Pampe wäre. Ja? Es kommt dann auch nicht zu diesen Knülleffekten, die man ganz gern kennt. Ihr habt da vielleicht auch schon mal der eine oder andere, ich mache sowas nicht, ja? Aber es gibt durchaus Leute, die schmeißen ihre gefütterten Handschuhe in eine Waschmaschine. Ja. Und was kommt denn raus? So ein Busch? Ja, das haben wir auch schon gesehen. Ja. Macht sich hier, wer sowas machen möchte, auch mit den Dingern viel einfacher. Ja, könnt ihr vermeiden. Also immer dran denken, Kernaussage des Videos, Drei-Schichten-Prinzip für warme Handschuhe im Winter. Und dann wollte ich jetzt hier abschließend noch etwas zum Thema Hestra sagen. Ja, da ich jetzt hier grundsätzlich, ich sage es noch einmal, auch wenn ich es anfangs schon gesagt habe, ja, ich werde hier nicht gesponsert von Hestra. Ich habe noch nie irgendetwas geschenkt bekommen. Ja, und also alles selbst gekauft. Und ich hatte in meinem Leben schon, ich weiß gar nicht, also wie viele Handschuhmodelle insgesamt, kann ich mir sagen. Aber von der Firma Hestra waren es in den letzten gut 10 Jahren, vielleicht 15, irgendwas zwischen 10 und 15 Jahren, würde ich mal so sagen. So, da habe ich meinen ersten Hestra damals mitgekauft. Locker mindestens 30 Modelle. Ist kein Witz. Also wer meine Webseite kennt, der weiß, dass da schon ein paar abgelichtet sind. Ja, das sind hier nochmal ein paar, da habe ich teilweise nicht mehr alle da. Und dann hatte ich ja noch vorher noch ältere, bevor ich die Webseite hatte.
Also ich kenne, bin mit der Hestra, mit der Firma Hestra, habe ich schon einige Erfahrungen und dazu wollte ich jetzt nochmal ein kurzes Statement abgeben. Nicht, dass jetzt ja eine gleich denkt, boah, Dominik hat jetzt die Hestra-Schuhe gezeigt, jetzt rennen wir gleich alle los und kaufen jetzt hier den Heliski, wir kaufen jetzt hier den Feldguide, wir kaufen hier den Ergo-Grip, wir kaufen hier den Skullman und ach, die große... Also, kurzer Wort zu diesem Thema. Firma Hestra ist eigentlich ein schwedisches Unternehmen. Ja, aber keine dieser Handschuhe kommt aus Schweden, kann man sich denken. Ja, das Einzige, was meiner Meinung nach aus Schweden kommt, ist von der Firma Woolpower, ja, dieser ganze Strickkram, ja, wo ich, wie gesagt, selber vor Ort besucht habe in Östersund. Ansonsten auch Luntax und so weiter, ja, Fjällräven, da brauchen wir alles gar nicht drüber reden, ist alles made in Fernost. Und wir bleiben jetzt hier beim Thema Hestra. Hestra ist, hat auch Produktionsstandorte unter anderem in China, in Vietnam und in Ungarn, wenn ich da jetzt nicht ganz falsch liege. Ja, ich bin jetzt, wie gesagt, kein Hestra-Fan. Ich gebe jetzt nur wieder, was ich so mal damals mal recherchiert hatte. Und um es ganz kurz zu sagen, die Qualität und die Verarbeitung und das Material, was ich vor 15 Jahren von Hestra kenne, gibt es heute nicht mehr. Hier, das ist ein Klassiker. Ich glaube, das Modell müsste jetzt Pi mal Daumen 10 Jahre alt sein, also schon lange nicht mehr erhältlich. Diese Kombination würde heute Hestra gar nicht mehr drauf kommen. Ja? Diese beiden High-End-Leder, könnte man schon fast sagen, in dieser Qualität so zu verarbeiten. Ja. Heute sind die Dinger aber nicht billiger, auf keinen Fall. Ja? Das ist so ein Handschuh für, ich glaube, 70 Euro. Weiß ich gar nicht mehr. Ja? 60, 70 Euro wird er mal gekostet haben. Die es heute gibt, die kosten genauso viel. Aber jetzt kommt es, hier muss ich jetzt mal eingrätschen, was ich besonders in den letzten Jahren von Hestra erlebt habe. Ich habe bei keiner anderen Firma dermaßen viele Rückläufer, das heißt also Sachen, die ich mir kaufe, bestelle, weil sowas liegt ja nirgendwo im Laden, leider, und musste zurückschicken, weil sie entweder Qualitätsmängel hatten von der Verarbeitung her, weil sie entweder falsche Größe hatten oder weil sie Defekte hatten schon. Und da muss ich sagen, ist die Quote leider immer schlechter geworden, was Hestra angeht. Ist tatsächlich so. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Handschuhe ich, das sind meistens die China-Modelle gewesen. Hier diesen beispielsweise, den Ergo-Grip, das ist ein Modell, der kommt aus Vietnam. Ja, hier ist made in Vietnam. Das Ganze hatte ich aber schon in schwarz. Also ich glaube, das ist hier der letzte, den ich überhaupt noch in der Größe 9 in hell bekommen habe. Weil schwarze Handschuhe mag ich grundsätzlich nicht unbedingt so. Ja, bei denen im Winter ist es jetzt hier bei den Feldguiden eine Ausnahme, weil es noch reiner Winterhandschuh ist. Aber wie gesagt, bei wärmeren Temperaturen mag ich keine schwarzen Handschuhe. Und deswegen habe ich mich von dem schwarzen getrennt. Und das schwarze Ding war aus China. Gleiches Modell, gleiche Größe, andere Passform. Und das nicht nur bei diesem Modell. Ich habe das Ganze auch bei Linern gehabt, ja, bei solchen, die ich hier gerade erwähnt hatte. So eine Inlets, ja, G-Loft, Wolle, habe ich genauso gehabt. Unterschiedliche Passformen in der Größe, denn war der Finger zu kurz, da war der Zeiger, der kleine Finger ist meistens deutlich viel zu lang, während der Daumen immer oft zu kurz war. Und das ist hier meine Handschuhgröße, 9. Nichts Außergewöhnliches, eher so ein Standarddurchschnitt. Ja. Aber, tja, was soll ich sagen? Also ich bin, was das angeht, deutlich enttäuscht worden, also deutlich mehr enttäuscht worden in der Vergangenheit von Hestra. Vor 15 Jahren hätte ich zu irgendjemandem noch gesagt, Hestra kannst du bedenkenlos kaufen. Für egal welches Modell, machst du eigentlich nichts falsch mit. Heute wäre ich mit dieser Aussage wirklich vorsichtig. Ja? Und das wollte ich euch hier nochmal mitteilen. Nicht, dass der eine oder andere denkt, ich habe jetzt hier, weil ich jetzt hier alles nur Hestra habe. Es sind meiner Meinung nach wie vor mit die Besten, dennoch auf dem Markt. Aber man muss wirklich ganz genau hingucken und man sollte wissen, was man haben will. Und dann kann man ruhig mal mit anderen Firmen vergleichen. Ja? Ich habe mir mal vor... Das ist schon den besten Handschuh, den ich hatte. Das war mal, könnte man sagen, so ein Vorgänger von solchen einfachen Lederhandschuhen. Habe ich mir mal selbst schneidern lassen beim Handschuhmacher. Also der hat Taschen und Handschuhe gemacht bei mir. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Der war damals schon ziemlich alt und am Aussterben der Beruf. Da habe ich mir mal einen maßgefertigten Lederhandschuh für draußen machen lassen. Das war der beste Handschuh, den ich jemals hatte. Alles top. Ich habe mir das Leder ausgesucht, ich habe mir die Perforation, das Muster. Er hat natürlich, wie gesagt, Maßanfertigung. Ich konnte mir das Ding selbst bestellen. Tolles Ding, hat mich, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube, es müsste fast noch in D-Mark gewesen sein, bin mir gar nicht sicher. 120, 140 oder so, Pi mal Daumen. Das war gerade die Grenze D-Mark-Euro. Also so ungefähr 120, was immer für eine Währung. Ja, aber Ostmark waren es nie mehr. Ja, das war der beste Handschuh. Den würde ich heute immer noch tragen, aber leider, der fiel leider einem Tierangriff zum Opfer.
Da war da nicht, danach nicht mehr zu gebrauchen. Ja, und danach habe ich mir keinen mehr anfertigen lassen, weil ich es dann einfach super schade fand. Ich musste nämlich auch ziemlich lange darauf warten, bis das Ding fertig war. Und danach bin ich dann übergegangen zu Hestra, kann man so sagen ungefähr. Das war so die Handgröße, weil da war der Unterschied zwischen der Maßanfertigung zu Hestra gar nicht so verkehrt. Es war noch von der Passform, war es immer noch top, aber wie gesagt, vorsichtig mittlerweile. Ja. Das nur zu diesem Thema, wenn jetzt andere sagen, ich habe hier noch dieses Modell und das Modell und so weiter, kann ich durchaus nachvollziehen. Für mich allerdings habe ich bislang immer noch nichts von der Passform Idealeres gefunden, als das, was ich jetzt hier so habe. Und ich habe aktuell, habe ich jetzt so ein paar gezeigt, ich habe einen fetten Winterhandschuh für richtig kalte Sachen, also alles, was so unter minus 10 Grad geht. Also wenn ich wirklich, grundsätzlich mache ich das ja, Winterlappland fahre, ja. Dann wäre das das hier. Der hatte auch natürlich noch einen Vorgänger. Und dann habe ich einen für wirklich kalte Sachen. Aber den kann ich auch, denn wie gesagt, in Lappland anziehen für, als Arbeitshandschuh. Aber meistens eher hier so für einige Dinge. Das wäre dann hier so der Feldguide. Dann habe ich einen für warm, also für, wenn es kalt ist, aber noch nicht, also diese Übergangszeit, ja, wisst ihr, was ich meine, habe ich auch schon anfangs gesagt, das wäre denn der Autohandschuh mit leichter Fütterung, ja. Und dann natürlich meine reinen Lederhandschuhe, na, für Ganzjahresbetrieb könnte man schon fast sagen, ja, also temperaturabhängig bis so ungefähr plus 5 Grad, ja, bin ich mit denen meistens unterwegs, manchmal auch 0, ja. Wie gesagt, dann wäre da die Grenze, bin ich der Meinung. Und dann habe ich noch ein Neoprenhandschuh, das ist denn, wenn ich auf dem Wasser unterwegs bin, also grundsätzlich Kanu, Paddel und so weiter, also für einen Tag brauche ich keinen Handschuh, aber wenn ich mehrere Tage unterwegs bin auf dem Fluss, dann weicht irgendwann die Haut grundsätzlich auf, das ist möglich und man kriegt dann Scheuerblasenstellen an den Finger, das ist, ne, je nachdem, was man da gerade paddelt und natürlich, damit die Hand nicht auskühlt bei 5 Grad Flusswasser. Ja. Im Sommer nicht unbedingt notwendig, aber wie gesagt, ich hatte es hier gerade auf meiner aktuellen Tour, habt das ja vielleicht auch gesehen, ja, auf dem Ivalojoki, Wassertemperatur entspricht Außentemperatur 3 Grad Celsius. Ja, da ohne Neoprenhandschuhe, denn da könnt ihr irgendwann das Paddel nicht mehr anfassen. Ja. Und da habe ich ja erwähnt, noch ein paar Kletterhandschuhe. Das heißt, kurze Halbfinger, also auch ein Fünffinger, aber wie gesagt, die Hälfte oben weg, das heißt Fingerspitzen frei für den Griff im Fels. Das ist so, was ich an Handschuhen habe. Ach so, ja, und Fahrradhandschuhe. Habe ich auch nicht vergessen. Ja. Fahrradhandschuhe, nicht ganz unwichtig. Ja. Denn muss man nicht unbedingt, aber manchmal ist es doch ziemlich windig. Und dann fahre ich auch manchmal ein bisschen gestrüppt. Dann habe ich auch so einen leichten Schutz. Sie haben noch einen Protektor mit drauf und so weiter. Und manchmal auch noch so ein leichter. Also das Modell, was ich jetzt aktuell gerade habe, hat noch eine leichte Gehpolsterung wieder an der Handinnenfläche. Habe ich jahrelang nicht gebraucht. Ich teste das jetzt nochmal wieder so ein bisschen durch. Also man kann schon eine ganze Menge Handschuhe haben. Und ich bin der Meinung, wenn man draußen unterwegs ist, also viel aktiv draußen, dann sollte man, wenn man sich eine Hose anzieht, wenn man sich eine Jacke anzieht, wenn man sich eine Mütze aufsetzt, einen Stiefel anzieht, sollte man das Thema Handschuhe grundsätzlich nicht vernachlässigen. Ja, also bei mir macht sich irgendwie keiner die Hosen nass, ja, wo man dann sagt, oh, du bist ja eine Pussy, trägst du da Handschuhe, weil du jetzt hier Brennholz machst oder so. Wer das bei mir macht, den erachte ich als intelligent. Wer da meint, brauche ich nicht. Ja, da bin ich der Meinung, der hat das noch nicht lang genug gemacht und hatte offensichtlich auch noch nicht die negative Erfahrung, die ich hatte. Kann ja jeder selber sammeln, daher kann ich das nur als guten Tipp weitergeben. Handschuhe nicht nur zur Wärmeisolation, sondern auch zum Schutz der Hände vor Verletzungen. Und jetzt wird es mir ja tatsächlich schon, also ich schwitze schon die ganze Zeit. Ich habe mich jetzt zusammengerissen, ja. Als Single kriegst du echt eine Macke drin, kannst du keinem anbieten, ne? Boah, alter Verwalter. Oh, also ich muss jetzt erstmal hier eine halbe Stunde über den Acker laufen ohne und diese Jacke, damit ich wieder ein bisschen auskühle, ganz bewusst. Oh, eigentlich müsste das Ding jetzt fast dampfen. Das ist schon Wahnsinn. Aber wir waren nicht beim Thema Jacke, dazu hatte ich schon einen gemacht, Thema Handschuhe. Und ich hoffe, ich konnte euch hier beim Thema Handschuhe vielleicht noch den einen oder anderen Tipp geben. Ja, ich lasse mich auch gerne aufschlagen, wenn ihr von euch für mich noch irgendeinen Ratschlag habt, wo ich vielleicht irgendwas vergessen oder nicht dran gedacht, dann immer rein in die Kommentare. Und wie gesagt, weise mal darauf hin, wer einzelne Modelle gerne irgendwelche
Informationen haben möchte, bei mir auf der Website kann er sich die einen oder anderen anschauen. Wenn ihr einen Wunsch habt, dass ich über irgendein Handschuhmodell spezifisch jetzt hier nochmal ein Video machen soll, mache ich das auch gern, gar kein Problem. Dann auch einfach die Anfrage. Ja, aber wie gesagt, soll jetzt hier nicht als Werbung rüberkommen, sondern ist wie gesagt, grundsätzlich nutze ich nur Dinge, von denen ich persönlich überzeugt bin. Es ist völlig egal, was da für eine Marke draufsteht. Ja. Insofern wünsche ich euch immer intakte und möglichst ausreichend warme Hände und grundsätzlich viel Spaß draußen.